Nee, halt auch noch Strom. Da müssen wir doch lang. Oh, muss ich mal kurz die Fenster mal hier zieht. Welcome to Trader Joe's. No guarantee of day. Except that I don't like you. Nehme ich Gewitter auf und da zieht's die Fenster zu. So, was hat er? Du hast aber auch wieder nichts, was ich unbedingt so brauchen würde. Bist du aber Stinkstiefel? Gib mir noch mal was, was ich brauchen kann. Wie Zementmischer oder sowas in der Richtung. Ja, hier den kannst du noch. Na, braucht man eigentlich. So, jetzt nochmal. Na, glückliche Sammler. Du findest überall Geld, also kann ich die Chance haben. Ja, dann bleibt mir anders übrig. Was will ich denn mit den anderen Kram? Waffen, Taschenlampen mit. Könnten wir auch nochmal nehmen. Aber ich nehme lieber hier geschmiedetes Eisen. So, nächste Aufgabe. Abholen und säubern. Ja. Abholen und säubern. Wie voll sind wir denn? Warum gehe ich nicht erstmal heim, Mann? War doch krass schon zu Hause. Na gut, ist auch gleich hier. Was ist mir passiert? Das Loch war aber noch nicht. Letzte Mal. Oder? So. Also wenn wir mal umziehen. Kartoffeln und so kommen drüben rein, das weißt du. Kartoffelsamen. Toll, die wollten wir ja noch einbauen, da war ja noch was. Nein, hier. Verändern. Dann kannst du den gleich mal reparieren. Ja, gut.
Da können wir nämlich auch jetzt hier nämlich mal trinken, ne? So. Bringt aber leider nur, wie viel? 9 Sekunden, also 10 Sekunden. Das ist eigentlich zu schade. Naja, bringt nämlich Wasser 20 Sekunden, ne? Also lohnt sich das schon eher, es abzukochen. Das ist vielleicht nur für den äußersten Notfall, dass man das mal so trinken kann. Oh, den kannst du direkt schmeißen. Was haben wir hier noch gekriegt? Gar nicht gesehen. Ach so, ja, das haben wir ja gekauft. Jetzt Belohnung gekriegt. Ne, die Bahn tust du hier rein. Das Messer kannst du hier hin tun. Den brauchen wir nur zum Aufwerten. Da kannst du den eigentlich auch hier lösen. Das Messer nehmen wir mit. Sonst nehmen wir mal alles mit. Nur was zu essen haben wir heute nicht mehr. Ne? Wir können auch. Doch, wir haben noch hier. Wir können noch einen mit Speck machen. Oh, wie viele? 3. Oh, und da brauchst du ja nochmal Holz. Ne? Das wird ja nicht reichen. Wenigstens so 8 Minuten. Juti. So. Nein. So, jetzt kommen wir zur Quest. Wir bald mal das Moped kriegen. Mofa. Jetzt juckt mich das linke Auge. Verdammt. Ja, genau. Jetzt krummelt es bei uns schön draußen. Weiß, interessiert keinen. Boden. Hier hinten, ne? Oh. Na komm. Musst du den tatsächlich auch schon umhalten. Was rennst du so schnell? War ich falsch geparkt oder was? Ach, du bist da noch, ja. Und dann das gelbe Auge. Deswegen rennst du so. Na, sag ich dir, haut einen gleich einmal zu und da bist du gleich wieder hier. Wieder geprelltes Bein. Kopfschmerzen. Gut, übrigens auch einen Sack liegen lassen. Mit eigentlich wertlosen Kram. Sieht aus wie ein Sünd. Ich weiß nicht, ob ich hier langfahren wollte. Verdammt. Da stand noch irgendwo eine Lampe, das weiß ich. Da ist es. Mit dem Fahrrad. Los jetzt. Hier soll man rein. Okay. Huch, das tut mir aber leid. Du stand leider im Weg. Wie war das? Wenn man die abbaut, kriegt man Geld. Das noch so. Und Tatsache 1. Kopfschüsse haben wir schon auf Lähmung. Ach, die Lebensimut wollten wir auch einbauen, aber die andere 9mm, die hat leider nicht mehr Platz als das, was er. Ein Platz, glaube ich, nur. Da haben wir nur die Taschenlampe drin. Geht nur einmal zu looten. Nee. Knackst du eh nicht. Na, dann versuch's.
Sag ich doch. Dann lass es. Haben nämlich nur noch einen Dietrich. Farbe. Steine. Ja, bestellten Sie Steine im Karton. Du steckst den Tisch fest, glaube ich. Kann das sein? Was du? Fallen. Reparaturwerkzeuge. Auch Abbauwerkzeuge. Eine Spitzhacke endlich hier und so. Hör doch da schon wieder jemanden. Sollen wir hier durch? Bist du die Einzige? So, jetzt treffe ich nicht, jetzt nicht. War das so, als wenn man durchs Loch hauen darf? Gut. Ein einser Messer finde ich im Klo. Okay, dann können wir das wegschmeißen. Sag mal, so eine 3er, 9 mm oder eine 4er. Je höher, desto besser. Du allein? Jetzt wird es ja auch im Spiel auch ganz schön dunkel. Machen wir hier lieber zu. Ah, da regnet es auch. Na, die Kasse kannst du dies noch zu. Mal hin. Ach ja. Ein geprelltes Bein. Für mich sieht der Knochen aber gebrochen aus. Habe ich gar nicht gemeldet. Eine Ausdauer. Puh. So, wir haben doch Punkte gekriegt, oder? Dann machen wir hier einen auf Prügelpeter. Donnerbüchse. Chefkoch. Na gut, aber die erste haben wir ein bisschen verringert um ein paar Prozentchens.
Ein Buch. Ach hier. Nee. Boden. Na komm, du mach's kaputt. Das ist auch mal eingefallen. Okay. Das tut Glück mit uns hier. Wird nicht versteckt. Oha. Du hast der Loot ja so schon weg verteilt. Hier, du hast doch eigentlich eine Taschenlampe. Na also. Fallen. Immer noch nix. Elektronik. Immer noch nix. Das sieht doch nach Hund aus. Das sieht doch nach Hund aus. Achso, die hätte noch gar kein Licht drin. Die hätte noch gar nichts drin. Aber nochmal. Immer noch nichts. Das riecht hier nach Hund. Ach nee, na dann behalte die gleich mal in der Hand. Die Tasche muss jetzt hier in der Etage sein. Hier ist sie doch. Ist natürlich die Tür offen, ne? So, was wollte ich denn jetzt? Ah ja, die Tasche holen. Glück oder was? Was sind das für Heiden? Heidenklo, da nicht mal eine Dusche drin. Also quasi nur ein Klo. Hä? Was ist mit dir? Zuckst du noch? Nimm das nochmal auf. Oh. Einfach so verschwunden. Soll ich jetzt etwa hier raus? Ein so, ne?
Hier geht's ja bestimmt nicht lang, oder? Oh. Ja, für, nö. Ja, außen lang. Ich wollte hier runter. Kann ich ja nicht noch drehen? Nope. Kaya? Huch. Gibt's doch bestimmt einen Geier. Sag ich doch. Jetzt habe ich keine Ausdauer, ausgerechnet jetzt. Jung, jung, jung. Immer wenn ich keine Ausdauer habe, müssen sie mit so einer. So nicht gesehen, was es war, aber es war irgendwas Fünferwochenmäßiges. Noch einer. Jetzt helfe ich noch die Tür aufzumachen. Sollst den da unten treffen? Er lebt immer noch. Zurück zum Händler. Na hier. Nimm. Hopfenblume. Ah ja, ein Jagdgewehr. Ein selbstgebautes. 79 Dollar wert. Okay. Na komm, ja, da hat er eben lila Schuh. Ja. Auch noch ein bisschen Blatt. Da haben wir noch ein Buch. Schockrückschlag, Mutt. Für Stockstäbe. Mal erstmal Schockstab haben. Gut. Lange kein Kochbuch mehr gehabt. Nun haben wir was zum Heilen, ist ja wichtig. Nee, dann tu lieber die Schafe raus. Entschuldigung. Klingen. Rüstungsmodifikation für Dämmung gegen brutales heißes Wetter. Okay. Gut. So war's das jetzt hier.
achte gerade immer wert. Runter mit dir. Ob das weh tut. So, abgeben. Na. Wo ist er? Da hinten ist er. Oder wie viel Zweier war das jetzt? Drehen ja die auch. Lauf doch. $1 willst du? Naja, ne, 20 willst du. Hm. Hier, die kannst du haben. Das kannst du haben. Davon habe ich, glaube ich, schon eine. Wenn nicht, die ist ja schnell gebaut. Oder gekauft. Du, ja, willst du eine für 2,20? Ne, das war's dann. 9 mm, die nehme ich auf alle Fälle. Und hier. This is all I can spare. So. Ne, verkaufende Vorräte nicht. Nö. Seige Zombies abholen und säubern. Okay. Oder was für die Nacht? Ich glaube nicht, dass man das jetzt noch schaffen, bis er zumacht. Wir müssen dann noch mal kurz heim, ausladen. Da brauche ich schon was zu essen. Ne? Ach, ich hab's Fahrrad da drin. Bin doch eingefahren. Mensch. Ja, war Schild gedonnert. Was ist denn mit dich? Alles zu schwer für dich, oder was? Wie schnell du auf einmal rennen kannst. So, ich habe keine Eier mehr. Wovon haben wir schon 10? Wasser zum Abkochen. Bücherli, ein Döschen. Hm, hier ist noch ein bisschen Lehm. Wieso passt der hier nicht mehr rein? Ne. Achso, weil wir eben gerade beim Zerstören bekommen haben. So, dann nimmst du das hier noch mit. Das kannst du gleich machen hier, ne? Dann kannst du noch zweimal Wasser abkochen, bis ich wieder da bin.
da haben wir immer Wasser da, siehst du? Braucht diesen Tausammler gar nicht. Aber bauen tue ich dann trotzdem. Auch wenn wir ihn schon gesehen haben. So, aber auch schon muss ich eine Stelle finden, wo ich baue. Eine ordentliche Stelle. Eine Stelle, die mir auch zusagt. Deswegen werden wir irgendwann mal, wenn wir das Mofa jetzt haben, auf Erkundungstour gehen. Irgendwas Geeignetes finden. Was sich schön in irgendwo eine Stadt mit einschmiegt.